Moin, moin aus Plankstetten. Wir haben heute Samstag, es ist kurz vor 10 und wir. Sind gerade auf unsere Tour gestartet Richtung Dietfurt am Kanal vorbei. Wollen dann in Dietfurt das Tal hochfahren. Den Flussnamen habe ich vergessen. Vielleicht kann ich euch das nachreichen. Und dann über Polanden wieder Richtung Main-Donau-Kanal. Um die 70 Kilometer sind es. Das Wetter ist gegenüber gestern sehr angenehm. Gestern war es viel zu heiß. Ja, schauen wir mal, wie es heute wird. Wir fahren jetzt hier bis Beilngries erstmal am Kanal vorbei. Hier vom Wasser- und Schifffahrtsamt die Erlebniswelt Wasserstraße. Wir waren noch nie dort, sollten uns das eigentlich mal antun, wir sind so oft in der Ecke. Aber für sowas hat man noch keine Zeit oder keine Muße. Wir sind jetzt vom Kanal weggefahren Richtung Dietfurt. In Dietfurt mündet ja die Altmühl in den Kanal, beziehungsweise ja, fließt als Altmühl und Kanal bis nach Kelheim. Bis hier kennen wir den Weg. Was jetzt kommt, ist Neuland. Ich freue mich drauf. Kathi macht schon wieder Pace. Wie das Bächlein heißt, weiß ich immer noch nicht. Werden wir schon. Bitte? Ja, ach, Laber, das. Laber könnte gut sein. Laber gibt es einige, aber da liegt Kathi schon ganz richtig, glaube ich. Dass dann der Wind von hinten kommt. Auf der Hälfte. Kleiner Zwischenstopp hier an. Kathi sagt an der Laber. Wunderschöner Radweg hier an der Straße vorbei. Bisschen abseits. Und hier kann man nicht einfach so vorbeifahren. Breitenbrunn fahren wir gerade durch. Breitenbrunn. Nettes kleines Örtchen. Campingplatz, Naturschwimmplatz. Schwimmbad, nicht Schwimmplatz. Ganz schön eng hier in Breitenbrunn.
aber schön. Am Helm auf. Leute, wo sind wir hier gelandet? So ein wunderschönes Tal. Ja, schön, dass wir wieder unterwegs sind. Es freut mich sehr. Es tut uns gut, es macht Spaß. Es ist Gänsehaut-Feeling. Unglaublich, oder? Auf dieser Bank sind wir doch gesessen. Nein, wir waren hier noch nie. Schatz, doch, da drüben sind wir gesessen. Ja, vielleicht waren wir doch schon mal hier. Jetzt, wo du sagst. Komoot wird es uns verraten. Da waren diese Steine. Ja. Diese komische Bank aus dem. Wie sind wir denn da hingekommen? Ach, auf dem Weg dahinter. Ja. Wir sind auf der, ja, das war diese unbequeme Bank. Ja. Hm. Mist, meine Frau hat wieder mal recht. Naja, man muss es auch zugeben. Da wohnt der Biber. Und für uns geht's weiter gegen den Wind. Okay, wir waren hier schon mal, aber auf der anderen Flussseite. Und hier sieht alles anders aus. Weiter geht's, Kathi gibt wieder Gas. Da braucht man nicht viel zu sagen. Wunderschön, und wir sind jetzt seit Kilometern unterwegs und haben niemanden getroffen. Kein Radfahrer, kein Wanderer. Klasse. Ja, heute haben wir einen kleinen Piccolo dabei, wie ich vorhin schon angekündigt habe, unsere 200. Tour, die wir mit Komoot gemacht haben, also gemacht Tour, nicht geplant. Wir haben Wandern und Radfahren aufgezeichnet, wie gesagt, 200. Tour, und wir haben momentan eine Gesamtdistanz von 8.400 und ein paar zerquetschten Kilometer. Ja. Highlight hin oder her. Irgendwie ist der ganze Weg das Highlight. Eigentlich von Dietfurt weg bis hierher. Vielleicht 200-300 Meter Straße, danach Feldweg, Radweg, und ein Fleckchen schöner wie das andere. Weiter geht's, grobe Richtung Neumarkt, feine Richtung, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zwangspause. Ja, wir kommen kaum weiter. Ich kann noch während der Fahrt filmen. Kathi macht Fotos mit der Lumix.
wir wollten jetzt nicht durch den Hof fahren, wo gesperrt stand und Warnung vor dem Hunde. Und sind jetzt hier auf dem Jurasteig unterwegs, fahren einen kleinen Umweg, bisschen Abenteuer. Ui, jawohl, schönes Abenteuer, herrlich. Und keine Ahnung, wo wir auskommen. Dass es hier schön ist, muss ich ja natürlich nicht mehr sagen. Campingplätzchen. Wir sind wieder zurück auf unserer Tour. Aber Abenteuer bleibt's. Wir fahren jetzt hier auf. Naja, hier ist schon wieder relativ guter Waldwegen. Ist keine Ahnung, wo wir rauskommen. Keine Ahnung. Aber schön ist. Keine Ahnung. Irgendwann sollten wir, glaube ich, in Polanten rauskommen. Abwarten. Sehr schön hier. Auch so lichtdurchlässig, ne? Oh, wir haben uns verfahren vor lauter Schauen. Dann schauen wir mal auf die Karte. Auch hier wunderschöne Wälder. Eine Wahnsinnsabfahrt. Kein Verkehr. Und ja, wie ihr schon von uns kennt, wir mussten gerade wieder Umleitung fahren. Privatweg gesperrt. Kein Durchkommen. Völlig egal. Uns geht's sau gut. Oh, hier ist vielleicht ein Bänkle. Vielleicht machen wir ein Päuschen. Vollbremsung. Umdrehen. Schauen, was Kathi sagt. Und Kathi für gut befunden? Dann bleiben wir hier. Pause. Pause beendet. Wir sind zurück auf Tour. Und ja, ich habe überhaupt keine Orientierung. Ich weiß es nicht. Wir sind irgendwo in der Nähe von Mühlhausen. Wir sind in Mühlhausen angekommen, haben die B299 überquert, den alten Ludwig-Main-Donau-Kanal. Eigentlich ziemlich unsere Hausstrecke. Und schauen nun mal, wo wir hier auskommen. Mühlhausen kennen wir bis jetzt nur vom Auto, Wohnmobil, tanken. Freue ich mich. Schauen wir mal, was uns erwartet. Vielleicht gibt es noch ein kühles Bierchen. Ich weiß nicht. Mal sehen. Ein Bierchen gab es jetzt nicht. Dafür ein kleines Eis und wir sind wieder auf Tour, sind zurück auf der Strecke, sind jetzt aus Mühlhausen raus und schauen mal, was uns denn erwartet hier auf unserer Tour.
Mittlerweile sind wir am Main-Donau-Kanal angekommen. Bekannte Strecke. Heute mal andere Seite, andere Richtung. So hat man auch hier ein bisschen Abwechslung. Bisschen haben wir schon im Rücken, Kathi. Läuft wie die Feuerwehr hier. Mittlerweile hier am Kanal wird es ein bisschen voller. Voll in Anführungsstrichen. Den ein oder anderen Radler haben wir jetzt schon überholt oder ist uns entgegengekommen. Aber immer noch ein sehr entspanntes Fahren hier. Wir sind jetzt kurz vor Berching. Ob wir dort noch mal Päuschen machen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ziehen wir durch und klappen dann unsere gemütlichen Stühle auf. Schöne Tour. Wenn ich ja wieder was sagen kann, die Tour hat sich wirklich gelohnt. Die Umwege, die wir gefahren sind, oder Umleitungen oder Alternativen, weil es nicht weiter ging, waren absolut klasse, waren echt wieder ein Highlight zum Teil. Die gesperrten Wege werde ich Komoot wieder melden, dass dort nicht längs geroutet wird, weil das hat ja, macht ja keinen Sinn denn. Und nur so wird die Community und Komoot auch immer besser. Ja, für uns unter 8. Einmal über Berching nach Blankstetten. Ja, liebe Radfreunde, unsere Oberpfalz Main-Donau-Kanal-Tour geht so langsam zu Ende. Wir sind gleich in Plankstetten, haben dann 75 Kilometer auf dem Tacho. Es war eine super schöne Tour. Wie gesagt, die Umleitungen, die wir gefahren sind, waren eigentlich passend. Wahrscheinlich noch schöner wie der Originalweg. Wir haben 3-4 Kilometer mehr. Rundum gelungene Tour. Uns wird freuen, wenn es euch gefallen hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr vielleicht ein Abo da lasst. Das würde uns motivieren, weiterzumachen, uns anzustrengen, ein bisschen was zu bieten. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende, schönen Samstag. Wir machen uns einen gemütlichen Samstagnachmittag und fahren morgen dann wieder nach Hause. Also, bis dahin, alles Gute, tschüss, sagen Kathi und Holger.